Ich, weiblich 18, hatte in der Grundschule eine Beziehung, die 2 Jahre gehalten hat. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass er nur mit mir zusammen war, um eine... Das war schon erlebt habe. From the Chandelier. Mein erstes Mal war morgens um 4, während... Was jetzt passiert ist, wir gucken uns Stories an. Eigentlich im Kontext von meinem Podcast. Und da haben wir dazu aufgerufen, dass uns Leute so Dating-Stories erzählen. Ich hab dir was zu erzählen. Maluna, ich erzähl mal, was mir passiert ist. Erzähl mir was. Mir ist Folgendes passiert. Vielleicht weder lustig noch peinlich, aber allemal schräg, was ich dir jetzt erzähle von mir. Ich hatte mal ein Date und der Typ, der wollte mich nicht berühren oder anfassen. Das war ein bisschen weird. Er hat dann stattdessen mit einem Löffel an mir rumgemacht. Wir hatten Kaffee getrunken, daher hatte er den Löffel. Und alles genau angeschaut. Erzähle meinen Freundinnen noch heute gerne vom Löffel Markus. Beste Grüße, Svenja. Ey, die Svenja hat eine weirde Erfahrung mit dem Löffel Markus gemacht. Warte mal, ich kann mir das jetzt so vorstellen, dass die Svenja mit dem Markus auf dem Date war und er sie aber nicht angefasst hat, sondern mit einem Löffel genommen hat und damit gestreichelt hat, wahrscheinlich. Touch-Bewegung. So, richtig so Tick-Tick-Tick-Bewegung gemacht hat, ja. Sich dann einen gewackt hat und gegangen ist. Bye, have a great time. Er war schüchtern. Rechtfertigt das? Nein, ist schon krass. Ich habe eine Zeit lang im Unterricht regelmäßig nach draußen geschlichen, um mich mit einem Typen aus einer anderen Klasse bei den Toiletten zu treffen. Ich will diese Storys nicht mehr aus meiner POV erzählen. Ich habe gar nichts gemacht, ja? Ich erzähle dir nur die Story. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich bin immer im Unterricht geblieben. Da haben wir es dann getrieben. Ah, gut, dass ich das vorher noch klargestellt habe. Eine gute Freundin von mir wusste davon und hat manchmal auch die Zeit gestoppt. Wie lange ich weg war. Der Rekord war 2 Minuten? Dadurch hat es nie jemand gemerkt. Okay, könnt ihr nicht einfach nach der Schule? Vor allen Dingen, der Rekord war 2 Minuten weg sein? Also sozusagen die gesamte zeitliche Distanz zwischen ich gehe aus dem Klassenraum, gehe zu den Toiletten, treffe mich mit ihm, gehe rein, mache, was ich machen will, bin fertig, gehe raus, wasche mir hoffentlich noch einmal die Hände, gehe raus, gehe zurück, komme in den Klassenraum rein und das sind 2 Minuten? Respekt. Neue Definition eines Quickies. Digga, das ist ein Quickie. Hallo, ich bin Marcel Davis. Seit 16 Jahren arbeite ich bei Spark. Ich war dabei, als wir als erste den Wodehoodie angeboten haben. Oder als wir das Melting Smile Shirt für alle bezahlbar machten. Aber die neueste Innovation von Spark, die sehen Sie hier. Als ich einsam mit meinem Freund Auberginen und Pfirsiche hatte, ich auf ihm saß und voll im Flow war, sagte er plötzlich, geh runter, schnell. Ich habe gar nicht gecheckt, was los war. Er zog sich nur schnell die Hose an und rannte los, kam nach einigen Sekunden wieder, zog sich hastig Socken und ein T-Shirt an und sagte beim erneuten Losrennen, er bekommt Durchfall. Oh nein! Und die Toilette ist besetzt. So musste er sein Geschäft auf einer Wiese unter einem Baum hinter dem Wohnblock verrichten. Danach war nicht mehr mit Aubergine Pfirsich. Oh nein! Aber ich finde Aubergine Pfirsich eine schöne Umschreibung. Geh runter, schnell! Ich muss... Aber das heißt, er ist dann auf eine Wiese extra gegangen, weil die Toilette besetzt war. Das ist schon krass, dass du so aus dem Haus auch rausrennst. Ich kann nur erzählen, bei mir zum Beispiel, wenn ich jemanden gerade neu kennengelernt hatte, konnte ich nicht in dieser Gegenwart, in der Person, wenn ich bei ihr zu Hause war, auf Toilette gehen und ein größeres Geschäft verrichten. Einfach weil alleine wissen, dass die Person auf mich dann, also du kannst es ja unterscheiden. Das merkt man ja allein von der Zeit. Genau, und das konnte ich nicht. Ich bin mit Verstopfung nach Hause immer hier. Das kann ich gut verstehen. Ich finde, das ist auch sehr nachvollziehbar. Also ich habe das auch immer so gemacht. Mein längster Rekord war 4 Tage nicht kacken gewesen. Nein, du hast nicht 4 Tage nicht gekackt. Doch. 4 Tage nicht gekackt? Junge, dieses Niveau in diesem Stream, also das ist halt auch... Das ist Digga, das ist nicht gesund. Du unterhältst den Laden und ich gehe ganz kurz. Ich bin sofort wieder da. Perfekt. Hallo, Rhesus-Chat. Hatte mal Luna nicht kurze Haare? Soll ich den Zaubertrick zeigen? Nein, du nicht. Doch. Sind die bereit dafür? Doch, ich glaube, die sind bereit dafür. Nein. Wollt ihr alle mal gucken? Don't do it. Was? Magie! Ich bin wieder da. Wieso? Wusstest du, dass ich ein Transformer bin? Dass ich meine Haare, dass die... Pass auf. Zeig. Oh mein Gott.
Oh, das hat mich jetzt überrascht. Ich dachte zuerst, was machst du mit deinen Haaren? Ach, boah, krass, Alter. Das sieht genauso aus wie deine Haare oben. Deine ja, richtigen ne? Haare im Menschen. Also von dir. Im Menschen. Im Menschen. Krass, Alter. Ich hab dir jetzt was zu erzählen, Maluna. Jetzt okay. Rate, was mir passiert ist. Kein Scheiß. Also es ist wirklich, es ist krass. Mein Ex hat mich beim, was hast du gesagt, Pfirsich-Aubergine? Hat mich beim Pfirsich-Aubergine dreimal K.O. gehauen. Wir wollten einen Positionwechsel machen. Er ist mit seinem Knie in mein Gesicht. Und joa, dann bin ich dreimal für jeweils 10 bis 20 Sekunden umgekippt. Also halt immer wach geworden und direkt wieder umgekippt. Ach so, er hat nur einmal getreten und dreimal K.O. dabei. Viel Spaß mit der Story. Übrigens hat er dann seinen Mitbewohner geholt, weil er so Schiss hatte. Als ich wach geworden bin, lag ich da halb nackt und die Beine waren völlig fertig. Digga. Das stelle ich mir aber auch stressig vor. Weil es war ein Unfall. Stell dir mal vor, du bist gerade dabei und dann machst du irgendeinen dummen Move und er ist Knockout. Aus Versehen. Dann hast du doch die größte Panik deines Lebens. Das tut mir voll leid. Ich kann verstehen, dass er fertig war. Ja. Lull, und was ist mit dem Mädel, was dreimal ausgenockt wurde? Hast du mal deine Blutwerte gecheckt? Nee, sollte ich wieder mal machen, glaube ich. Ey, Maluna, kein Scheiß. Ich habe jetzt einmal, zum ersten Mal in meinem Leben, meine Blutwerte gecheckt. Ich habe ein paar Mal schon so großes Blutbild gemacht, irgendwie so ein Shit. Ja, ja. Aber ich bin wirklich zum Arzt gegangen mit einer Liste. Und ich habe da wirklich eine lange Liste gehabt, die habe ich vorher per E-Mail rübergeschickt und habe gesagt, das alles will ich haben. Und dann kam ich da rein und er hat gesagt, was kann ich für Sie tun? Ich habe gesagt, ich habe eine E-Mail geschrieben. Und er guckt sich das an und sagt, ja, aber soll man denn nicht ein großes Blutbild einfach machen? Das reicht doch, um irgendwie zu feststellen. Ich sage, nein, das, was da steht, nein, das will ich alles wissen. Genau so und nicht anders. Mhm. Es ist Obst im Haus, habe ich gesagt. Und dann hat er das gemacht, dann hat er das alles durchgecheckt. Und ja, dann weiß ich jetzt, dass ich ganz viele Werte habe. Weißt du nämlich, was mir fehlt? Vitamin D? Ja. Okay, ich habe aber erstaunlich viel freistehendes Testosteron und ich weiß nicht, was das heißt. Okay. Ich weiß nicht, ob viel freistehendes Testosteron irgendwie heißt, ich bin so massiv männlich, weil ich habe ja viel Testosteron, also mehr als der Normwert ist. Oder ob freistehend bedeutet, das ist halt nirgendwo, wo es benutzt wird, sondern es steht halt frei. So, das ist halt scheiße so, ne? Weißt du, feier mal so, dass man quasi seinen Partner nach den Werten oder nach dem genetischen Erbgut quasi gewählt hat für eine gute. Mhm. So, du gehst einfach hin, hey girl, ich habe sehr viel freistehendes Testosteron. Oh, wieder, wir sind bei Auberginen und Pfirsichen. Ja. Beim Auberginen-Pfirsich ging, mein Melder von der Freiwilligen Feuerwehr, war ein Brand mit Menschenleben in Gefahr, bin dann so schnell wie ich konnte weg, war auch falsch, hatten dann nach 2 Wochen keinen Sex mehr, weil sie sauer war. Bruder, er ist Menschenleben retten gegangen. Ja, Digga, Alter, lass ihn doch Menschenleben retten gehen. Also wenn du mit jemandem schläfst, der bei der Feuerwehr ist, dann musst du doch wissen, dass dieser auf Bereitschaft ist. Das ist ja absolut toxisch, da sauer zu sein. Also ich finde grundsätzlich in der Priorität sollte sein, irgendwo in der Prioritätsliste ist halt Aubergine Pfirsich. Aber Menschenleben sollten da drüber sein. Genau, in der Priorität so ist es. So. Ich hab nicht, also diese Person, die das erzählt, hat mal ein Mädchen gedatet und es lief richtig gut zwischen denen. Und irgendwann hat sie mich zu sich nach Hause eingeladen, weil ihre Eltern nicht da waren. Also sie hat dich zu sich nach Hause eingeladen. Ja, das ist der Plot-Twist. Sie hat mir eine kleine Führung durch ihr Haus gegeben und schon im Flur ist mir aufgefallen, dass viele Fotos einer einzigen nackten Frau bei denen rumhängen. Hab mir aber erstmal nichts dabei gedacht. Wir hatten einen schönen Tag und als abends ihre Eltern nach Hause kamen, fiel mir auf, dass ihre Mutter die Frau von den Fotos war. Ich hatte also bis dahin ihre Mutter öfter nackt gesehen als sie. Aus uns ist nichts geworden, fand ihre Ma auch Loki attraktiver als sie. Naja, dementsprechend kann man es ja nochmal bei der Mutter versuchen. Also. Alter, Digga. Aber das ist schon krass, wenn die Mutter, also stell dir mal, also wenn du irgendwann Kinder hast und du hast einfach Nacktbilder von dir in der Wohnung rumhängen, das ist schon papatastisch. Unangenehm. Stell dir vor, der Handwerker kommt mal nach Hause so und ja. Und sieht halt einfach die Dame vor sich, die ihm gerade die Tür aufgemacht hat, in vielen Versionen nackt auf der Wand. Weiß ich nicht, Digga. Sollte nicht, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Aber ey, Maluna, wenn du wüsstest. Ich hatte mein zweites Tinder-Date mit dem ersten Typen überhaupt von Tinder. Er hat die ganze Zeit geredet. Ich kam nie zu Wort. Also er hat wirklich total durchgeredet. Er wollte mir dann seine Top 20 Lieblingssongs zeigen. Aber nicht, indem er sie abspielt, sondern indem er die Karaoke-Version bei YouTube gesucht hat und selbst gerappt und gesungen hat. Junge, Alter. Er brauchte übrigens bei jedem Stück mindestens 2 Anläufe. Ich wollte einfach nur weg. Boah, das stelle ich mir richtig unangenehm vor. Digga, Alter, stell dir mal vor, du sitzt da und er so, warte, 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 ich habe da noch einen Song. Ich fühle ihn so sehr. I'm gonna swing from the chandelier. From the chandelier. How cute.
I'm beginning to feel like a rap god, rap god. Genau. Ich kann das voll gut. Ich kann das wirklich voll gut. Ja, mach mal. Warte, ein Text. Samalama Duma. Mehr weiß rap. Ich kann ich nicht. I'm devastating more than ever demonstrating how to give a motherfucking audience a feeling like it's levitating, never fading, and another haters are forever waiting for the day they can say separating. Dankeschön. Music, you enemy music. Hey, ich, weibliche 18, hatte in der Grundschule eine Beziehung, die 2 Jahre gehalten hat. Herzlichen Glückwunsch. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass er nur mit mir zusammen war, um eine 1 in Sozial... um eine 1 im Sozialverhalten zu bekommen. Aber es durch meine Mitschüler... Entschuldigung. Der durch meine damaligen Mitschüler in der 8. Klasse erfahren hatte, seitdem keine Beziehung. Das ist traurig. Das tut mir leid. Ich wollte nicht lachen. Das ist wirklich sad. Das, glaube ich, macht auch, dass man Vertrauensprobleme hat danach. Liebe, ich weiblich 18, ich kann dir jetzt als Konter, weil ich ja eben auch gelacht habe und das war unpassend, erzählen, ich habe in der 5. Klasse jemandem meine Liebe gestanden und er ist weinend weggerannt. Also dementsprechend, ich fühle mit dir. Ist auch ja. Sehr, sehr schmerzhaft. Mein erstes Mal war morgens um 4 während einer Wiederholung von Richter Alexander Holt. Während die lief im Wohnzimmer. So, das war sehr unspektakulär. Nice. Das war's. Das war's. Wir sind durch mit allen peinlichen Date-Geschichten. Löffel Markus, da müssen wir auch nochmal. Löffel Markus war auch heavy. Ey, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns ganz, ganz bald. Euch allen schönen Abend, dir einen schönen Abend. Tschüss. Bye, bye.